So, und weiter geht's mit dem angekündigten, ja, mit dem angekündigten Kampf. Ja, wir wollen das bitte. Mal gucken, was passieren wird. Ja.突然押しかけてごめんね。<笑>構わないよ。あの、パパにお願いがあるんです。ん？何でも言ってみろ。パパとママと私の3人で写真を撮りたいんです。そう、そうか。家族写真か。そういえば撮ってなかったな。私もみんなで写真撮りたいな。 そうだな。じゃあどこで撮ろうか。せっかくだから景色のいい場所がいいよね。景色のいい場所、街の中じゃなくてフィールドの方がたくさんありそうだな。まずは撮影場所を探しに行くか。はーい。3人で空のお散歩ですね。ゆいちゃんすごく楽しそう。早速出発です。 Ah, sie ist so schön aufgeregt, die Kleine. Yui-chan. Ich mag übrigens, Yui-chan ist eine der einzigen Stimmen, die ich auf Deutsch überhaupt nicht haben kann. Asuna ist sehr gewöhnungsbedürftig, aber Yui kann ich absolut nicht hören. Also ich habe natürlich sämtliche DVDs auch. どうしたの？あれ、見てみろよ。クエストが発生してますね。なんでこんな人気のないところに NPC が立ってるんだろう。ちょっと様子見てくれ。あ、ちょっとキリト君。行っちゃった。パパはこういう珍しいクエストに目がないですからね。もうキリト君ってば。 ゆいちゃん、ごめんね。いえ、みんなで冒険するのも楽しいです。私はパパとママとまたこの世界で一緒にいられるだけでとっても嬉しいんです。うん、私もだよ。写真はいつだって撮れます。だから今はパパのところに行ってあげましょう。そうだね。Also ich ごめん、つい。それでクエストやるんでしょ？え、いいのか？はい、みんなで挑戦しましょう。キリト君よりずっと大人だね。それじゃあお言葉に甘えて。 NPC が困っているみたいですね。パパ、話しかけてみてください。わかった。あの、どうしたんですか？ ああ、若者よ。話を聞いてくれるか。はい。以前はな、ホコラ一帯は美しい自然に囲まれた村だったのじゃ。しかし、今ではこの有様、水が干上がって大地は痩せ、村人もいなくなってしまった。それもこれも、 みんな、あの怪物のせいじゃ。あいつが現れてから、川の水がせき止められてしまった。若者よ、どうか怪物を倒して村を救ってはくれないか。なるほど。討伐系クエストみたいだな。わかりました。任せてください。 Einfach mal annehmen. おお、ありがとう。 その怪物はどこにいるんですか？ああ、もともと川の上流だったところに居座っておる。会話が終了したみたいだな。次は川の上流に行けばいいのか。地面の傾斜的にあっちの方ですね。よし、行ってみよう。あそこにいるのが例の怪物か。
川を咳止めるだけあって、かなり大きいわね。あのモンスターは体が大きいので、敏捷性は高くないようですね。一撃一撃をちゃんと見極めて、ステップで避ければ大丈夫だと思います。 Ja, okay. Also ich prefer natürlich, also ich bevorzuge natürlich die Wow, die japanische Version, auch auf DVD. Aber ich habe natürlich auch die deutsche Version, habe ich mir natürlich trotzdem angeguckt. Wie gesagt, ich die einzige Stimme, die ich dir absolut nicht abkann, ist Yuis. Und das ging mal wieder schnell. Ich brauche mich nicht mal heilen. Und das Wasser wieder raus, oder was? Tatsächlich. びっくりした。何かが爆発したかと思ったわ。これで川は元に戻ってクエストクリアですね。まさか最後にこんな仕掛けがあるとは思わなかったな。本当だよ。びっくりして腰が抜けちゃうところだった。パパ、ママ。 見てください。あ、虹だ。わあ、すごい。吹き上げた水のおかげでできたんだな。わあ、私初めて虹を見ました。すごく綺麗ですね。VR世界とは思えないくらいだよ。ああ、そうだ。どうしたの？ここで家族写真撮らないか。 もうこんなに綺麗な虹は見られないかもしれないしさ、記念にちょうどいいだろ。はい、賛成です。もうさっきまでクエストのことしか考えてなかったくせに調子いいんだから。そうと決まれば虹が消える前に撮るぞ。ゆいとアスナ、ここに立って。わかった。ゆいちゃんは私とキリト君の間ね。 それじゃあ行くぞ。はい、チーズ。ちゃんと撮れた？ああ、バッチリだよ。パパ、ママ、ありがとうございます。ゆいが喜んでくれてよかったよ。ゆいちゃん、これからも家族3人でたくさん写真撮ろうね。 Eieieiei. Asuna has accurate the outfit, original outfit. Okay. Was soll das heißen? Moment. Wir müssen eigentlich. Nee, halt. Wo kann ich das nachgucken? Wir haben hier Party Members. Wir haben hier Asuna. Jetzt haben wir hier Equip. White Dinge. No Outfit. Damals Outfit. Normal Outfit. Original Outfit. Wir machen mal das Original Outfit. Ich weiß zwar jetzt nicht, was der Unterschied zwischen ist Normal Outfit und Original Outfit, aber wir werden es mal gucken. Wir machen hier mal eben kurz. Wir saven hier. Aber keine Sorge, der Part ist natürlich noch nicht vorbei. Aber speichern ist immer gut. Wir gehen raus und ich würde jetzt super gerne die Schmiede irgendwie mal intakt haben. Weil wir haben hier lauter Sachen, die wir irgendwie, also so Schwerter, Äxte und was weiß ich nicht was, die wir gerne mal
Also die ich gerne mal identifizieren würde, aber das kann ich nicht. Übrigens, es gibt, was ich tatsächlich sogar, genau, das hatte ich eben mal angesprochen, aber das habe ich wieder vergessen. Es gibt, mir wurde geschrieben in den Kommentaren, es gibt tatsächlich, das ist mir gar nicht aufgefallen, einen Multiplayer-Modus. Ob der hier in Europa funktioniert, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß nur, dass es, glaube ich, tatsächlich irgendwas mit dieser Taverne hier zu tun hat, aber da die sowieso alles noch nicht... Eventuell muss man auch noch in der Quest, in der Story weiter voranschreiten. Ich weiß noch nicht genau, wie das alles funktioniert, weil im Menü gibt es nur Game Start oder Optionen. Deswegen, ich weiß noch nicht, wie das alles funktioniert, aber es kann sein, dass man das tatsächlich sogar mit bis zu, weiß ich nicht, wie vielen Leuten online spielen kann. Was ich natürlich ziemlich cool finden würde. Aber wie gesagt, dazu werden wir dann später, wenn wir soweit sind, irgendwie mal gucken, ob wir eventuell sogar online spielen können. Und dafür sind natürlich dann auch hier die verschiedenen Emotes und so weiter. Dann ergibt das Ganze auch irgendwie Sinn. Da ist Egil. Der könnte vielleicht die Schmiedequest starten. Weil der ist doch Schwertverkäufer. Kirito, janeka. Ima modotte kita ka? Ah. エギルたちの方が早かったみたいだな。いや、俺たちもさっき戻ってきたばかりだ。それで町の存在新エリアの初クエストは楽しめたんだよ。ああ、かなり面白かったよ。時が違うクエストだったぜ。あ、キリト、帰ってきてたんだ。クエストお疲れ様。相変わらずご活躍のようね。 Sie meine ich übrigens, also Philia ist die zweite Person, die man aus dem Anime nicht kennt。そっちのクエストはどうだったの？ちゃんとクリアしてレアアイテム、ゲットしたよ。エギルさんがすっごく頼もしかったんですよ。バトルの時に前衛で構えててくれたから、攻撃しやすかったな。悪いな、クライ。俺ばっかり目立っちまったみてえだな。 そう、まさかエギルにいいところ持ってかれるとは。クラインの活躍はさておき、滑り出しは順調って感じだな。この調子で攻略も進めていこうぜ。あ、そういえば鍛冶屋ってどこにあるの？ここにはリズの店もないし、武器を強化できないと困るわよね。それについては俺にちょっと心当たりがある。 しばらくしたら工房に寄ってくれ。それじゃ、今日はこれで失礼するぜ。あは。おいおい、しばらくってどれくらい待てばいいんだよ。エギルさん、私たちを工房に集めて何をするんだろう。まあ、行ってみればわかるんじゃないか。そうだね、楽しみにしとこーっと。なあみんな、 まだ時間あるけど、どうする？悪い。俺、ちょっと風林火山の連中と約束があるんで、しばらく別行動させてもらうぜ。そうか、またな、クライン。Tschüss, Klein。それじゃ、とりあえず情報収集しつつ、サブクエストとか受けてみたらいいんじゃない？うん、それいいね。 Aha, jetzt wird die Taverne eingeführt. Okay, also es ist hier alles noch, naja, Lisbeth, Siliska, Strea und Philia have joined your party. You can edit your party at the end. Ja, ich möchte tatsächlich sogar ein bisschen editen. Liefer ist zwar schön und nett und gut, aber ich möchte nicht Asna und Leafa dabei haben. Ich möchte Asna gerne dabei haben, ja. Ich werde aber... Ich glaube, ich werde sogar tatsächlich mal eine von den neuen Charakteren ausprobieren. Strea oder Philia? Das eine ist wohl tatsächlich eine Art KI. Also nicht KI, also sowas ähnliches wie Yui. Also er hat das... Sie ist ein Programm, anscheinend. Philia scheint eher... Moment, was haben wir denn hier? Silica ist anscheinend ein Bogenschütze. Also, das sieht zumindest. Also, sie hat das gleiche wie. Oder ist das der. Nein, 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 das ist der.
Ah, sie ist eine Undine. Haha, nix da Bogenschütze. Das Zeichen hier steht für Undine. Also Asuna ist eine Undine. Kirito ist ein... Scheiße. Fuck, das müsste ich wissen. Spriggan, genau. Celica und Sinon sind... Ja, das ist eine gute Frage. Scheiße, ne, jetzt wollte ich Khajiit sagen. Sowas in der Art, diese Katzenmenschen. Ah, ich habe vergessen, wie sie heißen. kommen natürlich auch in Sword Art Online vor. In der ersten Staffel, Alfheim, da, die Anführerin. Da treffen sich ja auch die Anführerin der Silfen. Und die Anführer... Der... Khajiit? Heißen sie Khajiit? Weiß es nicht. Heißen sie Khajiit? Das ist natürlich die Sylphen, also diese grünen drei Blätter, das sind die Sylphen. Also heißt, sie ist ein Spriggan. Was das ist, habe ich keine Ahnung. Also das Zeichen kann ich nicht zuordnen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und das hier kann ich auch nicht zuordnen. Also sie ist ein... I don't know. Also wie gesagt, das sind Khajiits, die gelben. Undine, Spriggan... Die anderen beiden kann ich nicht zuordnen. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Einmal was Lisbeth ist und einmal was Strea ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay, gucken wir dann weiter. Wen wollte ich jetzt dabei haben? Ich würde tatsächlich entweder... Also die haben ja einen ziemlich tankigen Charakter. Und das hier ist eher ein magischer Charakter. Ich glaube, wir nehmen den tankigen. Obwohl, ich hätte gern... Sinon wäre eigentlich auch ganz geil als Fernkämpferin. Was ist alles so? Ich will unbedingt mal... Ja, komm, wir machen erstmal Strea. Player. Ich kann meinen Player auch ändern. Moment mal, ich kann auch einfach... Moment, sehe ich das gerade richtig? Haha, ich kann auch einfach als... Das ist natürlich... Aber ändert sich dadurch die Quest? Nein, ne? Oh, wie cool ist das denn? Okay, mit wem will ich denn rumlaufen? Mit Sinon? Ich finde Sword Art Online 1 viel, viel geiler als Sword Art Online 2. Sword Art Online 2 ist geil, kein Dings, aber nichts über Sword Art Online 1. Also nichts über die erste Staffel. Ich mag Gungale auch, ja. Ich mag Sinon an sich aber tatsächlich auch. Obwohl ich sie tatsächlich eher im späteren Verlauf mag, als am Anfang. Am Anfang mag ich sie nicht unbedingt. Ich mag aber tatsächlich die Khajiits, wenn sie denn jetzt wirklich Khajiits heißen, ja, mag ich sehr. Mit wem spielen wir denn da? Warte mal, dann müssten wir auf jeden Fall aber Kirito reinnehmen. Lisbeth, Philia, könnten natürlich halt einfach mal gucken, wie Strea sich selbst spielt. Ja, ich habe keine Ahnung, wer sie ist. Obwohl... Nein, nein, nein. Es gibt einen Grund, warum ich das eigentlich nicht machen möchte. Weil... Ich möchte... Ich weiß nicht, ob die Gespräche dann die gleichen bleiben. Das möchte ich mal ausprobieren. Dafür müsste ich Asuna aber wegtun. Das will ich nicht. Sinon. Oh Gott, ich will wissen, ob die Gespräche immer noch da sind. Also, eben haben ja auch Kirito und Asuna immer wieder zwischendurch gesprochen. Passiert das nur, also wenn wir draußen sind allgemein, oder passiert das nur, wenn sie auch wirklich in meiner Party ist? Das ist gerade eine Frage, weil das wäre doof. Dann müsste ich Asuna, was ich tatsächlich dann auf jeden Fall sowieso bevorzugen würde, immer dabei haben, weil ich die Dialoge zwischen denen unbedingt hören möchte. Ja, ich bin Asuna Kirito Fanboy. Was die Romanze etc. in Sword Art Online betrifft. Ach, jetzt ist auch jemand mal da. Interessant. Vielleicht wird auch jetzt das Online-Game. クエストカウンターですね。利用方法を聞くことができるようですよ。ここでは様々なクエストを受けることができます。依頼を受けて、その依頼を完了すると謝礼が支払われます。受けられる依頼はその時々で変わるので、たまに覗いてみてくださいね。今はクエストが一つだけのようですね。
このクエストを受けましょう。 Okay, nehmen wir. Welcome to Quest Counter. よかったらご覧になってみませんか? Accept Quest. Oh, difficult. Ziemlich einfach. Defeat 30 Slimes. Ja, das sollte ja wohl nicht das Problem sein. Die nehmen wir. So, jetzt haben wir... Okay, die Person ist jetzt auch schon wieder weg. Mit der hier können wir reden. If I had to think about it, I would say there's two types. The ones where you kill lots of stuff and gather lots of items, where getting things is the main point. Then there are the quests to kill a specific monster. It'd still be a while before we can finish any of the extra quests. First things first. First things first. Take down a big boss. Okay. Was ist das hier? These tavern quests. Ja, es gibt... Ja, es ist relativ... What are you doing? Get away from me. Just leave me alone. Okay. What quest did I do today? I forgot something that could have been bad. Did you remember the equip skill? Ich weiß, dass man equippen kann. So, das, ja, okay, dann haben wir die Quest. Wir haben auch schon wieder... Ich muss durch die Art und Weise, wie ich aufnehme, ein wenig auf die Zeit achten, aber das ist okay. Das wird schon alles passen. No loading. Jetzt müsste ich aber tatsächlich mal eben gucken. Die Schmiede ist noch nicht offen. Jetzt haben wir Liefer... Nee, wir haben... Wen haben wir jetzt dabei? Ich möchte mal eben kurz raus. Einfach nur... Ich werde auch gleich wieder reingehen. Ich werde nur ganz kurz... Ich werde die Quest jetzt noch nicht finishen. Aber ich möchte ein bisschen was... Opa, das war mein Drehstuhl. Ich möchte ein bisschen was erfahren. Und zwar, wer sich jetzt so unterhält, etc. Das würde mich sehr interessieren. Ich würde ungern immer mit den gleichen Personen durch die Gegend ziehen. Tatsächlich, ich würde ungern immer mit den gleichen Personen durch die Gegend ziehen. Das ist einfach... Naja, Verschwendung ist falsch. Sword Art Online hat so viele gute Charaktere. Und das sind nicht nur Kirito und Asuna. Sondern die haben so viele schöne und gute Charaktere mit schönen Stories und so weiter und so fort. Da möchte ich ungern einfach die Hälfte der Charaktere niemals gespielt haben. Ich hoffe, ihr versteht das. Viele werden eventuell halt einfach nur Kirito und Asuna bevorzugen, oder. Ich in meinem Fall würde echt so viel wie möglich sehr gerne Sachen abwechseln. Aber die fangen gerade irgendwie nicht an zu reden. Aber das heißt auch noch nichts. Da hätte ich vielleicht noch andere. Scheiße. Ich muss Slimes finden, fällt mir gerade auf. Oh, wunderbar. Perfekt. Mal gucken, ob die jetzt gleich was beim Kampf sagen. Hallo? Hä? Wo kommt was? Das war nicht meine Absicht. Wow. Das war nicht meine Absicht. Nice, Dreher. Moment mal, Dreher. Achso. Level 101, Level 102. Ich würde die auch gerne alle leveln. Oh fuck, da hätte ich wieder. Aber bis jetzt reden die tatsächlich noch nicht. Oh, doch, tatsächlich. Ja, wunderschöner Block. Wir können also... Ich muss nur schnell genug reagieren. Dann können wir auch blocken. Ja. Wie gesagt, wenn ich schnell genug reagieren sollte. Worin ich jetzt gerade noch total gut bin. Was? You completed the quest? Okay.
sind wir hier fertig. Jetzt habe ich die Quest doch gemacht, obwohl ich sie gar nicht machen wollte. Egal. Oh, da oben kommen wir noch nicht hin anscheinend. Dafür ist die Begrenzung noch nicht aufgehoben. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt, ich bin mir tatsächlich jetzt nicht sicher, wie das aussieht. Also mit, oh, die gelben Dinger respawnen. Auch gut zu wissen. Schaut euch das an, da hinten das Ding, das haben wir doch schon mal geholt. Die scheinen halt tatsächlich zu respawnen. Will natürlich heißen, es lohnt sich nicht immer wirklich alle einzusammeln. Es sei denn, wir suchen halt wirklich bestimmte Sachen. Oh, guck mal, da unten haben wir zum Beispiel auch noch eins. Aber die reden tatsächlich nicht. Das gefällt mir nicht wirklich. Dann möchte ich tatsächlich Asuna, muss ich gestehen, immer dabei haben. Also gesagt, die Dialoge zwischen den beiden interessieren mich am meisten. Das ist echt ein bisschen schade. Das ist tatsächlich ein bisschen schade. Dass die... Also, ich theoretisch könnte ich das auch noch weiter ausprobieren. Ich glaube, ich probiere das einfach noch mal, oder? Probiere ich das noch weiter aus? Ich weiß es nicht. Werde ich aber jetzt erstmal wechseln zwischen Asuna und Astre... Nee, und Sinon. Es ist so schwer. Besser, warte, wir spielen einfach beim nächsten Mal mal. Besser, wir tauschen mal. Wir spielen hier tatsächlich mal... So spielen wir beim nächsten Mal. Wir werden mal ein bisschen mit der süßen kleinen Sinon spielen. Ich mag sie tatsächlich. Wer sie nicht mag, tut mir leid. Aber wir werden auch, keine Sorge, wir werden oft genug noch wechseln. Jetzt machen wir aber erstmal ein Save und ich sage bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit den Videos. Euer Heli.